Für Instandsetzungen am ausgebauten Motor verwendet man zweckmäßigerweise den Montagebock mit Spannvorrichtung. Das Getriebeöl wurde bereits abgelassen. Drei Schrauben des Lichtmaschinendeckels lösen und diesen abnehmen. Bei der Variante mit Anlasser verbleibt der Anlasser im Lichtmaschinendeckel. Tachometerantrieb vom Kettenrad abziehen. Das Sicherungsblech an der Befestigungsmutter des Kettenrades ist aufzubiegen. Die Befestigungsmutter unter Zuhilfenahme des Spezialwerkzeuges Gegenhalter für Kettenritze V012 abzuschrauben und das Kettenrad abzuziehen. Mit dem Halteband für Schwungscheibe DV37 ist die Schwungscheibe festzuhalten und der Freilauf vom Freilaufträger nach Öffnen des Sicherungsbleches und Lösen der Sechskantmutter, gegebenenfalls unter Verwendung des Abziehers V018, abzunehmen. Konstruktiv bedingt wird die Passfeder dabei mit abgezogen. Freilaufträger nach Entsichern und Abschrauben von zwei Sechskantschrauben von der Schwungscheibe nehmen. Diese Arbeiten sind nur bei Motoren mit Anlasser notwendig. Befestigungsmutter M10x1 abschrauben. Mittels der Abziehvorrichtung DV38 ist das Polrad von seinem Konussitz abzudrücken. Zwei Haltekrallen zur Grundplattenbefestigung entfernen und die Grundplatte herausnehmen. Wellendichtring herausdrücken. Er ist danach in jedem Fall zu erneuern. Kickstarter und Fußschalthebel abnehmen. Im Kupplungsdeckel befinden sich die Verschraubungen für Öleinfüllung, Ölkontrolle, Ölablassschraube mit Magnetstopfen und die Verschlussschraube zur Einstellung der Kupplung. Außerdem der Drehzahlmesserantrieb für Fahrzeuge mit Drehzahlmesser. Nach Entfernen von 6 Zylinderschrauben ist der Kupplungsdeckel mittels Schraubendreher, die in die Aushebetaschen des Gehäuses eingeführt und als Hebel wirken, abzudrücken. Dichtung für Kupplungsdeckel abnehmen. Befestigungsschrauben des Kupplungsdruckstückes nach Aufbiegen der Sicherungsbleche herausschrauben und Druckstück abnehmen. Der Primärtrieb wird durch Anbringung der Haltevorrichtung V011 blockiert. Ritzel des mechanischen Drehzahlmessers abzuschrauben. Das Kupplungspaket und die darunterliegende Anlaufscheibe
die zum Ausgleich des Axialspieles der Kupplung dient, sind abzunehmen. Kupplungszahnrad und die wiederum darunterliegende Anlaufscheibe abziehen. Nach Entfernen der Haltevorrichtung kann das Antriebsritze abgezogen werden. Das Übersetzungsverhältnis des Primärtriebes beim 50 Kubikzentimeter Motor beträgt 3,25:1. Beim 70 Kubikzentimeter Motor 2,95:1. Kupplungsdruckstangen und Zylinderrolle 6x8 aus der Kupplungswelle nehmen. Das bereits ausgebaute Druckstück ist in entgegengesetzte Einbaulage mittels zwei Schrauben auf die Kupplungsplatte aufzuschrauben und damit das Kupplungspaket vom Druck der Tellerfeder zu entlasten. Nach Entfernen des Sicherungsringes 45 an der Unterseite des Kupplungsmitnehmers wird das Kupplungspaket zerlegt. Der Zusammenbau des Kupplungspaketes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage, wobei wiederum das Druckstück als Hilfswerkzeug zu benutzen ist. Das Entspannen der Tellerfeder zur Herstellung der richtigen Funktionslage der Reibscheiben geschieht erst nach dem Einlegen des Kupplungspaketes in den Korb des Kupplungszahnrades, welcher zu diesem Zweck auf der Kupplungswelle aufgesteckt wurde. Bei Motoren mit Leerganganzeige Kontaktfeder ausbauen, Zugfeder des Rasthebels aushaken und die Sechskantmutter abschrauben. Rasthebel und die darunterliegende Distanzhülse abnehmen. Hohlwelle mit angebrachtem Schalthebel und Schaltfeder von der Kickstarterwelle abnehmen. Sechskantmutter M8 vom Gewindezapfen des Lagerwinkels abschrauben. Sicherungsring und Anlaufscheibe vom Lagerbolzen der Schaltwalze nehmen. Lagerwinkel mit Schwenkhebel und Schaltwalze herausnehmen. Die Ziehkeilwelle kann im Bedarfsfall mittels des Montagedorns V009 aus der Abtriebswelle genommen werden. Damit die Arretierkugeln nicht herausfallen, ist der Montagedorn dort bis zum Wiedereinbau zu belassen. Befestigungsschraube des Spannbleches lösen. Das unter Vorspannung der Kickstarterfeder stehende Spannblech mit Steckschlüssel W004 bis zum Entfernen der Schraube festhalten, herausziehen und entspannen. Danach Spannblech, Kickstarterwelle, Kickstarterfeder und Mitnehmer aus dem Gehäuse nehmen. Vergaser und Zylinderdeckel abschrauben.
Zylinder vom Kolben ziehen und Zylinderfußdichtung abnehmen. Kurbelkammer abdecken. Kolbenbolzen nach Entfernen der beiden Hakensprengringe mit dem Spezialwerkzeug Ausdrückdorn EV32 aus seiner Lagerung drücken und Kolben abnehmen. Dabei ist auf die beiden Anlaufscheiben und das obere Nadellager zu achten. Die auf dem Kolbenboden eingeschlagene Zahl entspricht dem Kolbendurchmesser. Der Pfeil zeigt die Einbaurichtung des Kolbens an und muss beim Einbau zum Auslasskanal zeigen. Die letzte Zahl des gemessenen Zylinderdurchmessers wird auf der Unterseite des Zylinders aufgestempelt. Entsprechend der Hubraumklasse bedeutet somit beispielsweise die Zahl 2 einen Durchmesser von 38,02 mm bzw. 40,02 mm. Beim 50 Kubikzentimeter Motor beträgt das Einbauspiel Kolben-Zylinder 0,03 mm. Beim 70 Kubikzentimeter Motor 0,04 mm. Eine Tabelle in der Reparaturanleitung gibt dazu weitere Auskunft. Nach Entfernen von 10 Gehäuseschrauben ist das Gehäuse mittels der Trennvorrichtung V002 zu trennen. Anlaufscheiben und Festräder von der Kupplungswelle und Kickstarterrad abnehmen. Abtriebswelle komplett mit Losrädern und Ziehkeilwelle ausbauen. Nach Entfernen des Sicherungsringes 17 Kupplungswelle herausnehmen. Ausdrückvorrichtung V006 aufsetzen und Kurbelwelle aus der linken Gehäusehälfte drücken. Nach Entfernen des Wellendichtungsringes 20 x 35 x 7 in der linken Gehäusehälfte Kugellager für Kurbelwelle mit Schlagdorn entfernen. Sicherungsring 40 entfernen und Kugellager 6203 für Kupplungswelle herausschlagen. Nach Entfernen der Dichtkappe und Ausgleichsscheiben Kugellager 6004 für Abtriebswelle aus dem Gehäuse entfernen. Kugellager für Kurbelwelle aus dem Motorgehäuse ausbauen. Dabei Sicherungsring 47. Distanzscheiben und Ölleitscheibe aus der rechten Gehäusehälfte nehmen und Kugellager mit Schlagdorn entfernen. Das Kugellager 6000 kann mit dem Abzieher DV70 aus dem Gehäuse entfernt werden.
Abtriebswelle in einen Schraubstock einspannen und Ziehkeil mittels Montagedorn herausdrücken. Der Montagedorn verbleibt bis zur vollständigen Demontage in der Abtriebswelle. Schnurfeder abziehen und 4 Arretierkugeln für den Ziehkeil herausnehmen. Sicherungsring 24 abnehmen. Anlaufscheiben und Losräder abnehmen. Zwölf Schaltkugeln herausnehmen. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montagedorn in Abtriebswelle einführen. Und Schaltkugeln mittels Fett einsetzen. Losräder des ersten, zweiten, dritten und vierten Ganges so auflegen, dass die darin enthaltenen Ölnuten nach einer Richtung weisen. Zwischen den Zahnrädern ist eine Anlaufscheibe einzusetzen. Sicherungsring einsetzen. Zwischen dem letzten Zahnrad und dem Sicherungsring muss ein mittels Fühllehre messbares Axialspiel von 0,1 plus 0,4 mm vorhanden sein, das durch Einsetzen entsprechender Distanzscheiben erreicht wird. Vier Arretierkugeln einsetzen. Schnurfeder unter Zuhilfenahme der Montagehülse V013 aufsetzen. Durch Einschieben des Ziehkeils in die Abtriebswelle ist der Montagedorn zu entfernen. Vor dem Zusammenbau sind alle zur Wiederverwendung vorgesehenen Bauteile einer gründlichen Reinigung und Sichtkontrolle zu unterziehen. Sicherungsbleche und Dichtungen sind grundsätzlich nur einmal zu verwenden. Kurbelwelle, Zylinder und Kolben sind besonders auf Verschleiß zu vermessen. Die Kurbelwelle ist in einer Vorrichtung auf Rundlauf zu prüfen. Die zulässige Rundlaufabweichung darf maximal 0,02 mm betragen. Der Effektivdurchmesser des Kolbens wird 10 mm von der Unterkante des Kolbenhemdes ausgemessen. Wird der Nenndurchmesser um 0,1 mm unterschritten, ist der Kolben zu wechseln. Das Vermessen der Zylinderlaufbuchse wird mit einem Innenmessgerät in verschiedenen Ebenen vorgenommen. Weichen die gemessenen Durchmesser 0,1 mm vom Nennmaß ab, ist der Zylinder auf das nächste Ausschleifmaß nachzuarbeiten. Die Montage des Motors beginnt mit dem Einbau der Kugellager in das linke Motorgehäuse, das zuvor auf ca. 100 Grad Celsius angewärmt werden muss.
Kupplungswelle einsetzen. Und mit Sicherungsring 17 sichern. Der Heizpilz V017, der ebenfalls auf ca. 100 Grad Celsius zu erwärmen ist, wird in den Kugellagerinnenring des linken Kurbelwellenlagers eingeführt, der Innenring 2 bis 3 Minuten angewärmt und die Kurbelwelle danach montiert. Gegebenenfalls kann die Kurbelwelle auch mittels der Einziehvorrichtung V003 eingezogen werden. Dichtlippe des Wellendichtringes 20 x 35 x 7 leicht einfetten und eindrücken. Fertig montierte Abtriebswelle einbauen. Festräder in der Reihenfolge 2., 3., 4. Gang mit dazwischenliegenden Distanzringen, Anlaufscheibe und Kugellager 6000 auf der Kupplungswelle aufstecken, Kickstarterrad einlegen und das so fertig montierte Getriebe leicht einölen. Dichtung für Motorgehäuse auflegen. Rechte Gehäusehälfte ebenfalls anwärmen. Motorgehäuse zusammenfügen. Innenringe für Kugellager der Kurbelwelle und Abtriebswelle mit Heizpilz anwärmen und in rechte Gehäusehälfte montieren. Gehäuseschrauben einsetzen. Und mit einem Anzugsmoment von 7 Newtonmeter festschrauben. Kurbel- und Getriebewellen auf Leichtgängigkeit prüfen. Gegebenenfalls sind montagebedingte Verspannungen durch leichte Schläge mittels Gummihammer auf das Gehäuse zu lösen. Ölleitscheibe mit Prägdurchzug nach oben und Sicherungsring auf das Kurbelwellenlager einsetzen und mittels Tiefenmaß Differenz zwischen Ölleitscheibe und Sicherungsring feststellen. Der ermittelte Wert ist durch Ausgleichsscheiben auf 0,1 mm auszugleichen. Wellendichtring montieren.
Axialspiel des Kugellagers 6004 der Abtriebswelle, gemessen zwischen Kugellager und Gehäusedichtfläche, ebenfalls mittels Ausgleichscheiben auf maximal 0,1 mm bringen. Montagehülse V015 aufstecken und Dichtkappe mit Dichtung montieren und verschrauben. Kolben und Zylinder montieren. Oberes Pleuellager einsetzen und Anlaufscheiben beiderseits des Pleuelauges mit Fett anheften. Für den Motor 541 werden Anlaufscheiben der Dicke 1 mm, für den Motor 741 Anlaufscheiben der Dicke 1,5 mm verwendet. Kolben so einsetzen, dass der auf dem Kolbenboden ersichtliche Pfeil in Fahrtrichtung zeigt. Leicht eingeölten Kolbenbolzen auf den Führungsdorn EV33 stecken und in das Nadellager einführen. Hakensprengringe in die Ringnuten der Kolbenbolzenaugen einsetzen. Zylinderfußdichtung auflegen und Haltegabel für Kolben EV20 einsetzen. Der Kolbenringstoß mit den Sicherungsstiften in den Kolbenringnuten übereinbringen. Zylinder mit leichtem Ölfilm eines geeigneten Motorenöls versehen und montieren. Zylinderkopf aufsetzen und Sechskantmuttern über Kreuz mit einem Anzugsmoment von 7 Newtonmeter gleichmäßig anziehen. Kickstarteranlage einbauen. Dazu Mitnehmer und Kickstarterfeder auf Kickstarterwelle aufstecken und Baueinheit in das Kickstarterrad einführen. Der Seitenzapfen am Mitnehmer muss am Auslauf der Aushebeschräge im Gehäuse anliegen. Spannblech so aufsetzen, dass die Breite der drei nach oben ragenden Lappen bei ungespannter Feder nach hinten zeigt. Mit dem Steckschlüssel W004 wird das Spannblech mit eingehakter Kickstarterfeder 180 Grad nach links entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, nach unten in den Gewindestift des Gehäuses gedrückt und mittels Sechskantschraube befestigt. Nach so erfolgtem Spannen der Kickstarterfeder ist eine Funktionskontrolle durchzuführen. Schaltgabel in die Ringnut der Ziehkeilwelle einführen und Schwenkhebel zusammen mit der Kurvenwalze montieren. Anlaufscheibe auflegen und Schaltwalze mit Sicherungsring 12 sichern. Schaltfeder auf das Spannblech aufstecken und spreizen. Schalthebel in die gespreizte Schaltfeder und Schaltnut der Kurvenwalze montieren.
Distanzhülse auf den Gewindestift des Gehäuses stecken und Lasche mit Rasthebel auf dem Gewindestift und der Lagerbohrung im Gehäuse aufsetzen und mittels Sechskantmutter M6 verschrauben. Zugfeder mit Rasthebel und Gewindestift verhaken. Das Getriebe wird nur in der Schaltstellung erster Gang eingestellt. Der Rasthebel liegt dabei in der oberen Kerbe der Kurvenscheibe. Der Abstand von Stirnfläche Ziehkeilwelle zur Stirnfläche Abtriebswelle soll dabei 46,6 mm betragen. Dieses Maß ist ebenfalls am Montagedorn für die Getriebeschaltung V009 fixiert. Montagedorn in die Abtriebswelle einführen. Danach die Schlitzmutter am Schwenkhebel mit dem Steckschlüssel W005 so weit nach links drehen, bis eine seitliche Verschiebung des eingeführten Montagedorns nach außen spürbar ist. Aus dieser Stellung ist die Schlitzmutter wieder 1,5 Umdrehungen nach rechts zu drehen. Scheibe auf den Lagerbolzen stecken und mittels Sechskantmutter M8 verschrauben. Bei richtig eingestellter Schaltung muss ein Axialspiel der Schaltgabel in der Ringnut der Ziehkeilwelle spürbar sein. Kontaktfeder für Leergangeinstellung einsetzen und befestigen. Antriebsritzel und Kupplung einbauen. Antriebsritzel aufstecken und mittels Haltevorrichtung V011 blockieren. Antriebsritzel für Drehzahlmesserantrieb bzw. Ritzel mit Sicherungsblech und Sechskantmutter mit einem Anzugsmoment von 20 Newtonmeter befestigen. Anlaufscheibe auflegen. Kupplungswelle leicht einölen und Kupplungszahnrad aufstecken. Die Dicke der Ausgleichsscheibe für das Axialspiel von 0,3 plus 0,1 mm des Kupplungszahnrades ist so zu wählen, dass zwischen Anlaufscheibe und eingedrehter Nut in der Kupplungswelle eine sichtliche Differenz in der Größe des Axialspieles vorhanden ist. Kupplungspaket und Sicherungskappe einlegen. Und mittels Sechskantmutter M12 mal 1,5 mit einem Anzugsmoment von 25 Newtonmeter befestigen. Das eingestellte Axialspiel ist mittels einer Messeinrichtung zu kontrollieren und gegebenenfalls durch Austausch entsprechender Ausgleichsscheiben zu korrigieren. Sicherungskappe sichern. Zwei Kupplungsdruckstangen mit dazwischenliegender Zylinderrolle 6x8 einführen. Druckplatte aufsetzen und diese mittels vier Schrauben mit Sicherungsblechen befestigen.
Feststellmutter M6 lösen und an der Druckschraube die Grundeinstellung der Kupplung so vornehmen, dass der Kupplungshebel im Winkel von 90 Grad zum Motorgehäuse steht. Mutter danach wieder befestigen. Haltevorrichtung entfernen. Und Primärtrieb und Schaltungsteile einölen. Dichtung zum Kupplungsdeckel und Deckel unter Verwendung der Montagehülse V015 montieren und verschrauben. Fußschalthebel und Kickstarterhebel anbringen. Funktionskontrolle des Kickstarters und der Fußschaltung bei gleichzeitigem Durchdrehen der Abtriebswelle durchführen. Zur Behebung eventueller Störungen der Vergaserfunktion sollten folgende Überprüfungen durchgeführt werden. Vergaser demontieren und reinigen. Leerlaufdüse, Haupt- und Nadeldüse, Schwimmernadelventil, Teillastnadel und Kolbenschieber. Kolben für Startvergaser, und Starterdüse auf Verschleiß prüfen und gegebenenfalls durch Neuteile ersetzen. Schwimmer einjustieren. Der Abstand zwischen den Schwimmertöpfen beträgt 16 plus minus 0,2 mm. Der maximale Schwimmerhub beträgt 32,5 plus minus 0,5 mm, gemessen ohne Dichtung. Das Schwimmereinbaumaß bei geschlossenem Schwimmernadelventil beträgt 25 plus minus 0,5 mm, ebenfalls ohne Dichtung. Nach der mechanischen Einstellung ist mittels eines mit Schauloch versehenen Schwimmergehäuses eine Kontrolle der tatsächlichen Kraftstoffhöhe von 8 plus minus 1 mm, gemessen von der Schwimmergehäusekante bis zum Kraftstoffspiegel, bei einer Kraftstoffsäule von 500 mm durchzuführen. Die Einregulierung der Leerlaufdrehzahl geschieht bei geschlossenem Kolbenschieber mittels der Umluftschraube und der nach dem Entfernen einer Plastplombe zugängigen Leerlaufgemischschraube, mit der die quantitative Beimischung des Leerlaufgemisches bestimmt wird.
Vergaser am Motor montieren. ...0,4 Liter Getriebeöl der vorgeschriebenen Sorte und Viskosität, beispielsweise GL100, SAE80 oder ein Motorenöl SAE 30 bis 40 einfüllen. Antriebskettenrad mit umlaufender Nut nach außen aufstecken, mit einem Anzugsmoment von 30 Newtonmeter festschrauben und sichern. Schraubenritzel für Tachoantrieb aufsetzen. Bei den Simson-Motoren findet sowohl eine Schwunglicht-Primärzündanlage als auch eine elektronische Magnetzündanlage mit unterschiedlichen Schwungscheiben für und ohne Anlasserbetrieb Verwendung. Einbau und Grundeinstellung sind dabei gleich. Zunächst sei Einbau und Einstellung des Primärzünders dargestellt. Grundplatte so einlegen und mittels Haltepratzen befestigen, dass die dort angebrachte Strichmarkierung der am Motorgehäuse angebrachten Zündzeitpunktmarkierung gegenübersteht. Schwungscheibe aufsetzen. Mittels Halteband festhalten. Und mit einem Drehmoment von 20 Newtonmeter befestigen. Bei richtig eingestellter Zündung muss zum Zündzeitpunkt die Strichmarkierung auf der Schwungscheibe mit den Markierungen auf Grundplatte und Motorgehäuse übereinstimmen. Der Zündpunkt bei 50 Kubikzentimeter Motoren beträgt 1,8 mm, der bei 70 Kubikzentimeter Motoren 1,4 mm vor oberem Totpunkt. Mittels Messuhr und Zündeinstellgerät kann der Zündzeitpunkt kontrolliert werden. Oberen Totpunkt suchen und durch Drehen der Schwungscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn Kolben auf Zündzeitpunkt bringen. Die Strichmarkierung auf der Schwungscheibe muss mit der auf Motorgehäuse und Grundplatte dabei übereinstimmen. Zündeinstellgerät am Kurzschlusskabel des Unterbrechers und gegen Masse anschließen. In der so fixierten Stellung der Grundplatte zur Schwungscheibe ist der Unterbrecher so einzustellen, dass er gerade öffnet, was optisch oder akustisch durch das Zündeinstellgerät angezeigt wird. Der Kontaktabstand des Unterbrechers gemessen im oberen Totpunkt muss dabei 0,4 plus minus 0,05 mm betragen. Im vorgeschriebenen Zündzeitpunkt müssen auch bei der elektronischen Zündanlage die Strichmarkierungen auf Schwungscheibe, Grundplatte und Motorgehäuse übereinstimmen. Messuhr herausschrauben und Zündkerze M14
260 einschrauben. Nach erfolgter Zündeinstellung sind bei der Anlasservariante der Freilaufträger und der Freilauf unter Zuhilfenahme des Haltebandes DV37 auf der Schwungscheibe zu montieren. Die Montage des Lichtmaschinendeckels bildet den Abschluss der Montage. Die dynamische Zündeinstellung erfolgt bei einer Motordrehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute mit Hilfe einer Stroboskoplampe. Die Markierung auf der Schwungscheibe und am Motorgehäuse ist mit dem Stroboskop anzublitzen und gegebenenfalls durch Verdrehen der Grundplatte bei Motorstillstand zur Deckung zu bringen. Diese Reparaturanleitungen und Ersatzteilkataloge informieren Sie ausführlich über weitere Details bei der Ausführung von Instandsetzungen und über das zur Verfügung stehende Ersatzteilsortiment.